Belgien hier als absolute Messeneuheit. Von H3000 das erste autonome, vollautomatische Finishing-Modul für 3D-gedruckte Metallbauteile. Aus diesem Grund haben wir auf Basis von 15 Jahren Forschungsergebnissen einen Prozess entwickelt, das hier Design, der ganz speziell auf die Anforderungen des 3D-Drucks abgestimmt ist. Das Thema 3D-Druck, speziell im Bereich Metall, hat für mich einen besonderen Wert. Und ich war erst vor einiger Zeit auf der MTC in München. Dort hat GE präsentiert, wie stark dieser Markt wächst. Und in dem Zusammenhang bin ich froh, dass Württemberger Engineered Surfaces auf den Zug aufspringt und hier ein Modul präsentiert, das die Branche wirklich revolutionieren kann. Und gerade das Thema Oberflächenfinishing für viele noch ein unbedarftes Kapitel ist. Nachdem wir mit dem Messetermin natürlich eine harte Deadline nach hinten hatten, gab es einige schwierige Situationen, da viele Dinge gleichzeitig geschehen mussten. Aber ich glaube, das Allerschwierigste war dann wirklich, wie das Teil am LKW gestanden ist, wirklich loszulassen, die Verantwortung abzugeben. Additive Fertigung von Metall wird in Zukunft im Bereich komplexe Geometrien und neue Metalle abdecken. My impression of Formnext is tremendous exposure for both the AIM Sweden and Hirtenberger. And we've been able to show the technology both from the 3D printing and the post-processing. It's a solution to a problem that many of the people in the additive industry face. Here in the fair we see a lot of fancy products, but what we present here is a product that the customer like to see because it's what they're used to making. And with the hybridization process, we can also present a solution to many of the problems in printing such a product.